Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Salome. Hallo. Und ich habe eigentlich so Knarren überhaupt nicht selber gebaut, weil ich die sowieso irgendwann gefunden habe. Das ist ja eigentlich kompletter Quatsch. Hier müssen wir es halt selbst bauen jetzt mal. Warum müssen wir das selbst bauen? Und dann dauert es keine halbe Stunde und dann finden wir eine. Spar das Zeug. Ja, kannst ja eigentlich eh nichts machen. Du brauchst ja eh diese komischen Waffendinger. Eben. Aber gerade so diese kleinen Waffen, die man sowieso als erstes kriegt, hier 9mm, Schrotflinte etc., die baue ich nie selber. Da spare ich mir immer die Vorräte. Ich will mich auch gar nicht bauen. Ich will die Jacke, wenn die Pistole haben. Ja, sag ich doch, die 9mm ist die Pistole. Ah, und das Jagdgewehr sowieso scheiße. Wann haben wir das letzte Mal gesehen? Hä? Wann haben wir das jetzt letzte Mal gesehen? Was haben wir das letzte Mal gesehen? Wann haben wir jetzt irgendwie eine gescheitere Waffe gekriegt, außer Donnerbüchse und nicht jetzt das Jagdgewehr? Ja, uns fehlen ja auch noch ein paar Level. Das ist ja levelabhängig. Entschuldigung. Aber was für ein Level? 23, das müsste, glaube ich, schon in der Stufe sein, wo was droppen könnte. Ich will los. Dann machen die Hos. Ich kann auch gerne alleine meine Schätze sammeln. Nee, ich komme ja schon. Ich trinke hier mal ein bisschen. Ach, morgen habe ich Muskelkater. Kann ich erstmal jetzt die Vorräte holen, die ich jetzt bei mir noch habe? Ich glaube, das ist sowieso wieder alles in der Nähe. Aber wir könnten diesmal beide Vorräte holen und nicht zwischendurch in ein Haus reingehen und dann erstmal wieder heim müssen, weil wieder alles voll ist. Kann ja nichts dafür, wenn so ein Haus sagt, blute mich! Ja, blute so einladen, weißt du, die Türen sperrangelweit offen. Blute mich, ich bin bereit! Außerdem kann ja immer wieder sein, dass ich irgendwas drin finde, was ich brauchen könnte. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es schlecht ist. Oder hab ich statt? Nö. Ja, siehst du. Aber ich würde ganz gerne dann in die Kirche. In die Kirche? In die Kirche. Ich habe übrigens ein tolles Rezept gefunden für eine Schwarzwälder Kirschtorte. Na lecker. Was heißt hier na lecker? Du tust gerade so, als wäre das so eine Kacktorte, weißt du? Ich muss dazu sagen, dass die Schwarzwälder Kirschtorte in der Liste meiner favorisierten Torten ziemlich weit unten gelandet ist mittlerweile. Ach, du läufst wieder weiter. Ich hab hier direkt. Ja, ich wollte erstmal zu meinen jetzt mal endlich erstmal. Ist doch wurscht, ob jetzt seins zuerst oder meins. Ich meine jetzt das da, was da weiter weg ist. Ja, ich komme ja schon. Und was für ein Rezept ich auch noch gefunden habe, so eine obergeile Himbeertorte. Oh. Das ist schon eher was jetzt wieder so die hab meine ich, Favoriten ist. Da hab ich alleine beim Zugucken, beim Backen, habe ich da schon halber gesabbert, weil ich bin eh so ein Himbeerfreak. Oder Erdbeeren. Ja, wenn ich die Wahl habe, lieber Himbeeren. Stimmt eigentlich. Obwohl, wenn die Erdbeeren richtig geil süß sind, dann geht's. Ja, trotzdem habe ich lieber Himbeeren. Wenn ich die Wahl habe zwischen Himbeerkuchen und Erdbeerkuchen, nehme ich Himbeeren. Immer. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Schwarzwälder Kirschtorte und Donauwelle, nehme ich den Käsekuchen. Dito. Alter, das Ding ist aber weit weg. Das ist 200 Meter entfernt von meinem. Aha! Ich falle erstmal hinter dir ins Loch. Ja. Käsekuchen ist immer was Cooles gewesen. Käsekuchen geht immer. Ja, Käsekuchen geht immer. So ein richtig leckerer Käsekuchen geht immer. Ja, mega. Nur dieser eine, den wir damals hatten, der war... Der war komisch. Der war sehr komisch, ja. Komplett durchgefettet alles und aufgestoßen ist er mir auch extrem heftig. Hatte ich noch nie tatsächlich. Wir vermuten ja, dass es an dem laktosefreien Quark gelegen haben könnte. Ja. Weil das war das erste Mal, dass ich laktosefreien Quark genutzt hatte.
Und ansonsten war mein Käsekuchen eigentlich immer geil und hat nie lange gelebt. Ja, Käsekuchen ist schon was Feines. Was aber auch geil ist, ist der Raffaello-Torte. Oh ja. Die eine Raffaello-Torte habe ich tatsächlich damals in der Hauptschule in Quali als Abschlusskuchen gebacken. Was ich auch mag, sind diese mit Zwetschgen, diese Streusel-Dinger da. Ah, Quetschekuchen, ja. Ja. Und Mohnkuchen. Mohnkuchen ist auch geil. Ja. Oh. Das Einzige, was ich an Mohn gar nicht leiden kann, ist, wenn er dann auf dem Klo bist. Dieses Geribbel, was du dann überall hast, weil der Mohn ja im Grunde so wieder rauskommt, wie er reingegangen ist. Ja. Steine? Steine habe ich einen, ja, bitte. Ich brauche aber gleich selber einen. Ach, da liegt einer. So. Naja, ich brauche nicht gleich, ich brauche jetzt einen. Ja, ich habe dir einen hingeworfen. Dankeschön. Bitte. Da, bei dem gerade eben Thema, wo du gesagt hast, kann ich leider nicht betreten. Ist mir noch nicht vorgekommen. Ja, dann hast du es nur einfach nicht gemerkt. Nö. Weil Mohn wird ja nicht verdaut. Das ist ja zum Beispiel wie bei Mais. Genau, oder diverse andere Körner oder so. Die kommen ja meistens auch wieder so raus, wie sie reingewandert sind. Nur bei Mohn ist das halt extrem eklig. Ja, in Anführungsstrichen eklig. Also ich liebe es jetzt nicht gerade, aber ich nehme es in Kauf, weil Mohnkuchen halt einfach geil ist und Mohn generell geil ist. Aber das ist dann halt wirklich so als, ich weiß nicht, das ist halt einfach so ein, als würdest du Sand wieder rauskacken. Ah, ah, hast du? Sehr gut. Ja. Guck mal, du kriegst meine Schippe in die Fresse hier. Da taucht dich sogar um. Bitteschön. Wir hinterlassen hier überall in der Welt die mega Löcher, ey. Schon. Ich hatte mal in dem neuesten Spielstand, den ich alleine spiele, einen Schatz, der direkt unter meiner Bude war. Okay. Das war nicht so optimal. Da muss ich meine Bude umgraben. Ja, war doof dann. Und die nächste war auch wieder in meiner Bude. Da stand die Kiste dann in meinem Keller. Da musste ich echt lachen, das fand ich lustig. Ich muss mal erst zurück zum Händler, ne, bevor es... Nö, musst du nicht. Können jetzt die andere auch noch mitnehmen. Ich nehme ein paar Steine mit. Ja, ist eine gute Idee, glaube ich. Ich hatte die angeklickt gehabt, die neuere, aber die wird mir jetzt nicht angezeigt. Vielleicht hast du doch die verkehrte. Nee, glaub nicht. In 66 Meter soll die sein. Ja, hier. Ja. Du bist da jetzt. Du bist jetzt dort. Ja. Ja, genau hier. Da, 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 da. Und ich grabe und grabe. Ich grabe, grabe, grabe im Sauseschritt. Und nimm den Zombie mit. Denn der hält mich fit. Ja. Das ist Zombie-Aid, oh, weißt du? Ich sehe deine Füße. Warum siehst du meine Füße? Hier okay. Unten, hallo. Ich habe gerade gedacht, ich hätte das Ding schon gefunden, aber das warst nur du. Hallo. Hi. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Wir untergraben die Welt. Ja, irgendwann sind von der ganzen Welt diese drei Schichten, wo die Schätze drin sind, einfach komplett weg, alle. Mhm. Es ist einfach so eine drei Ebenen Luftschicht einfach zwischendrin überall. Ja. Ah, kannst auch mal ein bisschen schneller graben, mein Freund.
Ich habe bald auch noch andere Termine. Nee. Doch. Wo ist überhaupt das Ding? Oh Gott. Ist ja noch richtig groß hier, der Umkreis. Ah, ich hab sie. Gefindet. So, jetzt die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? So. Hallo, komm mal, Christi. Schaufel in die Fresse. Oh, daneben geschossen. Ich hab daneben geschlagen. Ich finde das geil, wie die, wie dieser Schaufelschlag immer alle umhaut. Ja, und übrigens bei der Schaufel gerade wollte ich auch wieder nachladen. Lad bei deiner Schaufel nach. Hau rein. Das Messer will ich nachladen. Erst in die Kirche, oder? Wenn wir noch genug Platz haben. Ja, was ist das denn? Ah, Goldrute. Habe ich schon. Hast du schon Taco? Ich habe ein Taco-Rezept for you. Ich glaube nicht, dass ich Tacos habe. Bitteschön. Ich habe nämlich durch Kochen gelernt. Kirche! Kirche. Die Evangelisten plündern. Ey. Was denn? Kann auch eine evangelische Kirche sein. Kirche vor allem. Könnte auch eine katholische sein. Könnte. Könnte auch beides sein. Ah! Ein super schön Spagat. Wo landet's? Oh, ganz in, relativ in der Nähe, glaube ich. Die Nähe, 1 Kilometer weiter weg. Ich, deswegen sage ich relativ in der Nähe. Ich habe das Flugzeug gesehen. Oh, ein Knochenmesser Level 5. Ich habe tatsächlich das Flugzeug gesehen, sah etwas näher aus, aber das kann halt auch mega täuschen. Oh, da oben ist ein Wandtresor. Vorsicht! Hau nicht kaputt! Ich habe kein Dietrich, tut mir leid. Nee. Sind die eingesperrt? Naja, hinter dem Vorhang, ne? Ei! Au! Mich nix! Nichts Interessantes. Ui, noch ein Raum wieder gut versteckelt hier. Ja, ja, irgendwo muss ja die Spezialkiste und so sein, ne? Munition für mich? Munitione. Ist alles leer? Ja, ich hab's gemerkt. Was haben wir denn hier? Ich habe Alteisenbeinschienen. Oh. Alteisenhandschuhe. Level 6. Oh, ich habe noch gar keine Handschuhe an, sehe ich gerade. Das ist Level 6. Kannst du Alteisenbeinschienen Level 5 gebrauchen? Was habe ich denn? Ich habe gefütterte Beinschienen Level 5. Ich glaube, dann muss ich mal sagen, ja, oder? Ja, ich glaube. Warte. Bitteschön. Danke. Ich habe auch ein Dingensbummens gefunden. Ein Rezept. Au! Ich wurde gerade von einem Vorhang erschlagen. Wie auch immer das funktioniert. Ein Vorhang, weißt du? Den hier rum. Also ich meine, wenn hier im Sommer ich das Fenster auf habe und mein Vorhang mir entgegenweht, haut es mich auch immer vom Sessel. Okay. Ja, wenn einem hier die Vorhänge umhauen und Schaden machen, warum dann nicht auch in der Realität? Mhm. Ich habe hier übrigens ein Rezept, guck mal. Hella. Cool.
So, einmal noch die letzten Gräber umgraben. Na, hier zum Beispiel. Oh, ist wieder eine neue Scharufel. Hier liegt ja gar nichts. Was denn? Ich glaube, das sind so Fake-Gräber hier aktuell. Irgendwie ist hier nichts zum Plündern drin. Nö, hier auch nicht. Hä? Das ist Holz? Oder ist das vielleicht noch tiefer? Nö, schade. Ich komme nicht mehr hinaus. Ich hab die 125. Meinst du, sollte ich doch mal was essen? Was hast du gesagt? Ach, es gibt nur 5 Nahrung. Das gibt 15. Gibt 5. Was denn? Ich guck grad. Ich gucke. Ich guck. Nur guck, ich guck. Oh, hier ist ein Sarg. Oh, mit 30 Schniepermuni. Yay. Und da war es auch schon weg. Ja. La 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 la. La 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 la. At home. Nee. Aber es sieht aus, dass man plündern könnte, eventuell, weil es schön groß ist. Sieht aus wie das, wo wir eingezogen sind. Nicht wirklich. Kommst du? Ja, ich habe gerade keine Ausdauer. Boing, boing. Guckst gerade rein, was da drinne ist, ne? Ja. War was Gescheites? Nö. Okay. Ich habe nur noch gehört, pum, und wie die Alte umgefallen ist. Die hat's richtig. Die hat's richtig hintergefetzt. Ja, ich habe ihr noch Hallo gesagt. Ja, Hallo mit der Schrotflinte, mitten ins Gesicht. Das haben Frauen gerne. Klar. Also, liebe Leute, merkt euch, wenn ihr Frauen begrüßen wollt, einfach mal so einen Shotgun-Schuss mitten ins Gesicht. Bloß nicht. Da stehen die voll drauf, da gehen sie richtig ab drauf. Vitamine? Da platzen sie vor Freude. 200. Vitamine oder 9mm Munition 200 Mal? Ich würde die Muni nehmen. Oh, Totengräbermod. Und schon wieder Handbuch automatische Waffen. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich genug Geld, um mir die Pistole zu kaufen. Ja, dann hau rein, ne? Du musst das andere Geld holen. Du bist durstig. Trinke was. Nö, keine Lust. Ich verzichte. Ach, das kann ich zerlegen. Nutze ich eh nicht. Ja, kriegst du ein paar Federn. Kriegst du ein paar Steine. Wo sind denn die Chitons jetzt denn? Da. Chitonse. Ich hab mir jetzt mal das Rezept für diesen Schlagring da gekauft. Okay. Schlagring. Schlagring. Stahlschlagringteile. Und die soll ich woher bitte nehmen? Der Typ hat ungemein geholfen. Aufgaben. Beseitige Zombies. Trifft sich gut. Wir müssen eh ein Haus plündern.
Mal wieder. So, einmal teilen tun. Bitteschön. Dankeschön. Ich höre nur... Ja, ich muss erst die Waffe kaufen. Er fühlt uns unbewaffnet. Oh. Es tut mir aber leid. Ja, meine Waffe und die Munition, die habe ich jetzt in den Schrank reingetan. So über 150 Munition dürftest du jetzt da finden für die andere. Mhm. Oh, mein Magen knurrt. Nur zurück. Marrr. Gemacht. Und jetzt? Warum kann ich das nicht kaufen? Weil ich Geld da liegen hab liegen lassen. Haha, ich kaufe das jetzt und dann werde ich glücklich mit der Knarre. Oh mein Gott. Dann geh ich weinen. Komm nie wieder. Ah, schon wieder falsche Seite. Oh Mann, jetzt will ich den Ausgang nicht mehr. Ah, hast du jetzt die Schüttung genommen oder was? Tschüss. Ja. Oh nein, ich bin gestolpert und habe die Jetons fallen lassen. Ich arbeite mich mühselig die Treppe wieder hoch. Each day. Kann ich die Teile eigentlich auch selbst bauen? Hm? Was für Teile? Pistolenteile. Nee, die kannst du, glaube ich, nicht selber bauen. Entweder du findest die halt irgendwo, kaufst die beim Händler oder kriegst die halt, wenn du die Dinger selber verwertest. Ach man. Huch, ich bin ja schon wieder gestolpert und habe dabei was fallen lassen. Dankeschön. Ich bin ja kein Arschloch, ne? Ich schon. Ja, ich merk's. Willst du meine alte Schrotflinte haben? Ich nehme lieber die andere Knarre. Motorrad, Fahrwerk. 25, 10, 20. Wir müssen dringend Nägel machen, dass ich unten das Lager anfangen kann. Okay. Ich muss dringend sortieren, ich werde wahnsinnig. Ich mache jetzt einfach mal hier 1300 Nägel, ne? Aus dem ganzen Eisen. So, 30. Hi. Ach, verdammt, ich bräuchte mehr wie 30. Ziel nicht mit dem Ding auf mich. Meine Waffe ist knalliger hier. Ich brauche ja nochmal 30. Ich brauche ja insgesamt 60. Bin ja auch doof, ne? Wovon redest du? Eisen. Für was? Motorräder. Ach so, ja. Ja, zwei Stück wären vielleicht nicht schlecht. So, machen wir erstmal das Säubern, werden da auch, wenn die Eisenbarren schmelzen. Das dauert im Moment. Ja, gute Idee. Wir sind nicht weit weg. Hui. Nee. Ich glaube, das ist das rote Haus, wo wir vorhin rein wollten. Klatsch, erstmal überall drüber fliegen. Kann das ich das? Nicht das Haus vom blauen Bär, ja, genau. Das Haus vom blauen Bär, ich verstehe. Ja, gut, ne? Das, oh nein, ich habe vergessen zu essen. Egal. Komm her. Ach, hast du was mit? Ja. Ah, Eier. Achso, ist schon leer. Schade. Hier, komm her. Hühnersuppen. Zwar fein hohle Zahn, aber immerhin. Ich hab doch Scham dabei. Scham.
Ja, wir finden in dem Haus bestimmt auch noch was. Alles gut. Ja, ganz bestimmt. Hä? Nee, es ist in der Kirche. Pff, oh lol. Na gut, dass wir da vorher geplündert haben. Da können wir das starten, da können wir nochmal plündern. Ja. Yep. Aber warte, bis ich da bin. Okay. Nicht, dass du das startest und bei mir wird es direkt wieder abgebrochen und fehlgeschlagen, weil ich zu weit weg bin noch. Mhm. Habt ihr noch einen Schluck trinken? Ah, so. So, Kanarre ist geladen. Fäuste sind bereit. Innen starten. Echt nicht? Okay. Dann halt nicht. Da ist bestimmt gleich wieder einer runtergefallen. Ah, ich höre eine Spinne minne. Hui! Oh, ich hab Nägel. Du wolltest noch Nägel haben, jetzt hast du Nägel. Ja, aber 7. Da brauche ich noch ein paar mehr. Besser als gar nichts. Oh, schade, ich dachte. Oh. Was? Kneipenschlägerei. Ach, ein Büchlein? Ja. Kommst du her? Moment. Ein medizinischer Vorrat. Warum ist in dem medizinischen Vorrat bitte Schießpulver drin? Ja, als medizinischer Vorrat. Erhöhe den Schaden für jeden Kill und maximal 15. Oh, klingt interessant. Ja, ne? Danke. Danke. War nur ein Poncho drin. Und leere Gläser. Hall um jetzt. So. Ich gönn mir schon mal die Schatzkiste. Oh. Gönn dir. Da war gerade Munition in der Luft geschwebt. Ach, da sind auch noch mehr. Ist alles leer. Willst du mich verarschen? Wow, die Hühnersuppe hat ja aber gar nicht lang vorgehalten. Bin schon wieder Hunger. Oh, ich habe Reparaturkits gefunden. Warte, komm mal her. Hier, sogar 7 Stück da. Viel Spaß, hau rein. Das ist keine Schamm-Suppe, das ist Schamm. Schamm halt. Das will ich doch zum Kochen nehmen. Ich hab einen Knüppel. Ein Knüppel aus dem Sack. Ich hab Munition für dich. Dankeschön. Aber warum wird es mir hier angezeigt in 13 Meter, hä? Da. Nee, Zombie, da ist noch ein Zombie. Ach, der Friedhof gehört noch dazu, ne? Ja. Da ist noch ein Zombie, der getötet werden möchte. Der kleine Zombie möchte jetzt aus dem Spieleparadies rausgenommen werden. Der kleine Zombiris möchte abgeholt werden. Ja. Ach da, ich habe da was springen sehen. So, fertig. Feierabend. Rette mit den Händler. Rette den Händler. Hast du eigentlich keine Aufgabe mitgenommen? Nein. Schlaumeier. Ja. Merkst du es selber, ne? Ja. In der großen Schatzkiste war übrigens nicht sonderlich was Gescheites drin. Irgendwelche komischen Stoffhandschuhe oder sowas. Und Muni. Schade. Und Stahlschlagringteile. Geil, kann ich meine Schlagringe bauen. Was für ein grandioser Zufall.
grandios. Hätte ich nur immer so viel Glück. Was denn du? Ich komme gerade angeschleicht. Wir haben 30 Minuten. Schon wieder. Wir lassen uns so ein bisschen hinterlatschen. Falls ich jemals ankommen werde. Irgendwie verbraucht sich meine Energie mega schnell gerade. Ich habe auch Beweglichkeit skillen müssen. Was hast du? Beweglichkeit skillen müssen. So. Ich habe eigentlich den Tyrannosaurus schon geskillt, aber irgendwie rechnet sich das aktuell nicht wirklich. Schrotflinten, Entenschnabelmod, nee. Aber Schrotflinten Messias finde ich cool. Ja. Ach, endlich da. Was krieg ich denn? Grundausbildung zum Feuerwehrmann oder Halbautomatik? Nee, dann nehme ich lieber die Grundausbildung. So, was gibt's denn? Vergrabene Vorräte, beseitige Zombies ist am nächsten. Hätte in 125 Metern auch beseitigte Zombies. Ja, dann nimm. Okay. Nimm. Vorher noch abliefern. Ich mache mal noch mein Stahlzeug. Was, mi? Ich hab Bui gesagt. Ach so. Aber stimmt. Schattimmt. Warte. Dette und Dette. So. Mein Stahlring mache ich mal heute noch. Das kannst du aber singen, du. Aber ich bin in dieser Folge. Doch. Nee. Doch, den baue ich mir jetzt noch. Das kannst du aber singen. Nein. Bei dir ist ein Geier. Ja, dann hau ihn kaputt. Nö. Oh, haben wir schon geschmiedeten Stahl? Nein. Shit, okay, dann doch nicht mal heute. Dann halt nicht. Aber einräumen durch noch. Wird eher einfach irgendwo hingeknallt. Ich brauche eine Kiste. Schon wieder alles voll. Batsch. Jetzt, dass wenn du zwischen den Zähnen so Sesamkörnerchen hast, die dann jetzt die ganze Zeit nur noch nerven. Ja, das kenne ich. Ist übrigens auch sehr interessant, wenn du Mohn gegessen hast und hast dann so ein Mohnkörnchen auf so einem Backenzahn sitzen und guckst dann ganz geschockt in den Spiegel, weil du glaubst, dass das ein Kariesloch ist. Und dann aber Gott sei Dank feststellst, dass es ein Mohnkörnchen ist. Sag mal, was knallst du denn hier rum? Ich wollte Party feiern mit dem Geier, aber er will nicht mitmachen. Lass it. Es ist nur Munitionsverschwendung. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Ja. Aber ich gehe mal kurz rückwärts, so ein bisschen. Der wird so schnell nicht runterkommen. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Tschüss.